Mit Vanessa Mai und Jörg Assenheimer. Guten Morgen, wir starten gemeinsam in den Mittwoch. Radio bedeutet mir sehr viel. Also seit Beginn meiner Karriere ist der SWR 4 dabei und es ist so halt zu Hause. Man fährt hier halt mal kurz hin und es ist immer um die Ecke. Also wenn ich hier bin, hat sich das nie wie, wir machen jetzt eine Radiotour oder irgendwas angefühlt. Ganz viel Post hier über swr4.de, Mail ins Studio. Ja, verrückt, jetzt du wirst, schon. Ja, du wirst hymnisch begrüßt von den Frühaufstehern. Freuen sich alle, dass du da bist. Sonst rede ich halt frei und plapper einfach, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Und du hast einfach ständig die Angst, ein Knoten kommt in deine Zunge und das willst du halt nicht. Und wenn du nur Guten Morgen sagst, habe ich das Gefühl, ich stolper gleich über den Satz. Wir legen los, Herr Rössler. Erste Frage. Trinkt Vanessa Mai morgens lieber Kaffee oder Tee? Oh. Oh, jetzt sie. Einfach probieren. Nein. Was sagen Sie? Ich sag nein. Nein, nicht. Sie können nicht nein sagen bei einer. Wenn ich sage Kaffee oder Tee, dann können Sie nicht nein sagen. Dann müssen Sie entweder sagen Kaffee oder Tee. Kaffee. Und? Richtig. Guten Morgen, Herr Prahl. Ja, sag ich mal moin. Axel, hallo. Vanessa. Oh, Poppy. Er ist tatsächlich dran. Was plötzlich alles möglich ist, wenn Vanessa Mai hier bei mir im Studio ist. Das ist unglaublich. Ich freue mich so sehr, Axel. Schön, ich bin aufgedreht. Ich habe so diesen Effekt, wenn ich von der Bühne komme und total vollgepumpt bin mit Adrenalin. Es ist schon eine tolle Erfahrung jetzt gewesen und ich freue mich auch, dass ich wieder kommen darf. Wenn. Das werden wir sehen. Tschüss. Tauchen ein paar Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad auf der Zollernalb und bis 25 Grad am südlichen Oberrhein. Es wird schwacher bis mäßiger, aber leichtböiger Ostwind. In der klaren Nacht kühlt es ab auf 10 bis 3 Grad. Und die weiteren Aussichten: auch morgen sonnig und oft wolkenlos, maximal 18 bis 25 Grad. Am Freitag Sonne und Wolken im Wechsel. Vanessa Mai und Jörg Assenheimer. Einen guten Morgen wünschen wir Ihnen. Guten Morgen. Bis 10 Uhr sind wir noch gemeinsam hier am Mikrofon zu hören und zu sehen im Stream über swr4.de. Mhm. Ich habe zu bieten eine Schiene an meinem bändergerissenen Knöchel. Oh. Und Vanessa Mai ist bauchfrei. Sie dürfen jetzt entscheiden, was Sie sich lieber angucken. Das schön durch die Plexiglasscheibe, die Corona-Schutzscheibe Vanessa Mai zu sehen. Bis 10 sind wir hier noch zusammen. Und Vanessa, es gibt wieder viel Lob für dich hier über swr4.de. Marcel aus Sindelfingen schreibt, guten Morgen, Vanessa, du machst das klasse. Oh, Jochen danke. Winkler aus Leutenbach, ich bin sehr begeistert von Vanessa. Danke. Sie macht es einfach super. Und Gerhard schreibt noch was Schönes. Er schreibt, Vanessa, kannst du mal Herrn Assenheimer fragen, ob du den Ramon Roselli spielen darfst? Na, mein Lieber, ich kann alle spielen hier. Ich bin nämlich jetzt voll mit am Start. Frag mich darf mal. Darf ich das? Lieber Jörg, können wir bitte Ramon Roselli spielen? Aber selbstverständlich. Oh, danke. Ramon Roselli, eine Nacht. 9.25 Uhr ist gleich. SWR 4 Baden-Württemberg. Guten Morgen. Guten Morgen. SWR 4 Baden-Württemberg, es ist 9.48 Uhr gleich. Jetzt bringst du mich schon durcheinander mit der Uhrzeit. So. Das ist gar nicht so einfach. 9.48 Uhr, bestätigt. Jetzt. Darmstadt, zwischen Wirnheimer Dreieck und Lorsch liegen Reifenteile. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe, zwischen Waldorf-Wiesloch und Kronau stehen zwei defekte LKW in der Baustelle. Die rechte Spur ist gesperrt, 7 Kilometer Stau. Die A6 Heilbronn Richtung Mannheim ist zwischen Wiesloch-Rauenberg und Kreuz-Walldorf nach einem Unfall mit 5 LKW gesperrt, 10 Kilometer Stau. Sowas. Folgen Sie ab Wiesloch-Rauenberg der U70. Die A7 Ulm Richtung Würzburg ist zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau nach einem LKW-Unfall gesperrt. Vor der Ausleitung 2 Kilometer Stau. Es gibt eine örtliche Umleitung. Die A7 Würzburg Richtung Ulm ist zwischen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen wegen Fahrbahnerneuerung bis gegen 17 Uhr gesperrt. Vor der Ausleitung 3 Kilometer Stau. Folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Mundelsheim und Ludwigsburg Nord. Reinigungsarbeiten 6 Kilometer Stau. Und B27 Tübingen Richtung Stuttgart zwischen Filderstadt Ost und Leinfelden Echterdingen Mitte. Baustelle 2 Kilometer Stau. Gute Fahrt. Du hast geschafft. Fahren Sie vorsichtig. Richtig gemütlicher Morgen in SWR 4 Baden-Württemberg. Vanessa, wir haben nur noch 8 gemeinsame Minuten. Ach, dann ist schon wieder rum. Heute ging es noch schneller rum. Aber die Vorfreude aufs Frühstück, die steigt auch. Oh ja, oder? Der Magen knurrt schon. Ein kleines Hüngerchen nach 4 Stunden. Ich habe noch keine Lösung gefunden, wie wir das machen mit hier 4 Stunden. Aber kriegen wir hin. Wie die Versorgungslage? Ja. Okay, da können wir ja bis nächsten Mittwoch mal noch ein paar Strategien entwickeln. Ich habe hier nochmal eine WhatsApp ins Studio mir angeguckt von Helene Ziegler aus Augsburg. Vanessa, sie
schreibt, besser gesagt, sie fragt direkt, wird deine Tournee im Herbst stattfinden? Ja, das fragen natürlich alle. Also ich kann nur den aktuellen Stand sagen, aktuell findet sie statt. Allerdings müssen wir natürlich gucken, wie die Lage bis dahin ist. Und auf der anderen Seite mache ich mir wirklich auch Gedanken, kann man überhaupt schon im Herbst so unbeschwert auf engem Raum zusammen sein und feiern? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe meine Tour auch mit den Autogrammstunden und ich möchte meine Fans umarmen und ich möchte das richtig genießen und lieber spiele ich die Tour in vollen Zügen und dann wieder wirklich hauen wir richtig auf, ne, richtig drauf oder eben nicht so halb, das mag ich eigentlich nicht, aber Fakt ist, sie wird stattfinden, egal wann und die Tickets werden ihre Gültigkeit behalten, aber wir müssen alle gucken, dass einfach, ja, dass es sicher genug ist für alle und lieber richtig als nur so halb. Das war aber gerade eine wichtige Botschaft, ne? Ja. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, es muss also keiner da dann irgendwie auch mit schlechtem Gefühl soll man auch nicht auf ein Konzert gehen und dann Ich möchte auch niemand zwingen tatsächlich, wenn wir es stattfinden lassen, dann gibt es bestimmt ganz viele, die sagen, ach Mensch, ich will mich der Gefahr eigentlich nicht aussetzen und Mensch, ich will dich aber auch sehen. Mhm. Aber wir werden eine Lösung finden und wir werden uns definitiv wiedersehen und dann lasse ich euch nie mehr gehen. Gut, dass wir das klären konnten. Viele Grüße nach Augsburg, wo Helene Ziegler uns hört und das eben schnell noch wissen. Dann hat Renata aus Tammen geschrieben, Arbeit für Vanessa. Liebes Team, liebe Vanessa, schön, dass ihr da seid. Vanessa, sende doch bitte mal liebe Grüße in den sonnigen Tag auf Kroatisch. Ach du Jemine, reicht auch einen guten Morgen? Aber nur, wenn du es nachsagst. In unserer Sendung immer. Aber nur, wenn du es auch sagst, ja. Okay. Also, wir wünschen jetzt einen guten Morgen auf Kroatisch. Dobro jutro. Dobro jutro. Hey. Dobro jutro. Du hast geübt. Ist mir für Baden-Württemberg. Ich habe nicht geübt. Nein. Das ist gerade besser, das Kroatisch, als das Urablesen. Für Baden-Württemberg. Vanessa, das war's für heute. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir vielen, auch. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Schade, dass schon rum ist, aber wir können uns auf nächsten Mittwoch freuen. Ja. Da ist Vanessa May wieder am SWR4-Mikrofon. Von 6 bis 10. Es war mir eine Ehre. Mach's ebenso. Gut. Bleib gesund. Danke. Und werd gesund. Deine auch gute Besserung für dein... Du musst dich ganz doll betütteln lassen von deiner... Mit Vanessa May und Sabine Gronau. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, am Samstag startet hier in SWR4 Baden-Württemberg die nächste Runde Hitmarathon. Die 50er Jahre hatten wir schon und letztes Wochenende die Schlagerhits von heute. In der neuesten Ausgabe geht es um Ihre Lieblingslieder der 80er Jahre. Ja, und da werden wir wahnsinnig schöne Lieder für Sie spielen. Wir haben zum Beispiel dieses hier schon mal vorbereitet. Kennst du? Na klar, Cora. Amsterdam. Ich habe geguckt, 1984. Hausaufgaben gemacht. Ja, großartig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vanessa, seit Montag gibt es die Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Wie kommst du mit klar? Ich habe meine natürlich dabei, ganz brav. Ich bin ehrlich, es ist natürlich schon ein ungewohntes Bild und es ist auch ein sehr ungewohntes Gefühl. Das war gestern beim Einkaufen schon komisch, auch alle so zu sehen, aber wir wissen ja alle, wofür wir es machen. Es ist wichtig und egal, ob man Lust drauf hat oder nicht, es ist wichtig für uns alle und deswegen sollten wir es tun. Und ich finde es auch wirklich schön, ich habe gestern mal meine Fans gebeten, Fotos zu schicken von den Masken und alle sind so kreativ und machen wirklich das Beste draus. Und das finde ich auch schön, dass man auch in so einer Situation einfach da sich was Schönes draus machen kann mit schön gestalteten Masken. Und ja, ich finde also, du trägst bunt. Ich trage sehr bunt, ja. Liebe Vanessa, wir haben wieder Mails ins Studio bekommen. Lara zum Beispiel aus Kirchheim unter Tech, die macht Homeschooling und mittwochs macht ihr Spaß, weil dann nämlich du im Radio bist. Sie schaut uns auch gelegentlich von den Aufgaben hochschauend mal zu über die Videokamera hier über SWR4.de. Oh, schön, liebe Grüße. Und Lara schreibt, ich vermisse dich und hoffe, dass das Konzert im Oktober in Stuttgart stattfindet. Und dann haben wir noch eine Mail aus Schleswig-Holstein bekommen, aus Lübeck. Die Monja hat geschrieben, liebe Vanessa, findet im Herbst eine Tour statt, von wegen Corona-Krise. Vanessa, wie sieht's aus? Ja, also erstmal, ich vermisse euch alle auch wirklich wahnsinnig. Es wird immer doller. Zur Tour sage ich das Gleiche wie das letzte Mal. Ich versuche euch immer auf dem Laufenden zu halten, aber aktuell soll sie stattfinden. Allerdings wissen wir nicht, wie die Entwicklungen sein werden und die Sicherheit geht vor. Und vor allem stelle ich mir halt auch die Frage, wer geht so schnell wieder auf eine Veranstaltung, wo so viele Menschen sind? Ich möchte natürlich Autogramme geben. Ich möchte alle in den Arm nehmen nach dem Konzert. Das geht dann wahrscheinlich so nicht oder eingeschränkt. Und das so ein Kompromiss möchte ich eigentlich nicht gehen. Wenn, dann möchte ich wirklich voll Party machen und loslegen und unbeschwert mit den Menschen einen Abend verbringen. Fakt ist aber, ihr könnt fleißig die Tickets weiterkaufen, denn sie behalten ihre Gültigkeit, auch wenn die Tour verschoben werden sollte. Also früher oder später ist Vanessa May wieder die da Tour wird's auf der geben. Bühne. Ja. Und irgendwann darfst du auch wieder busseln.
Oh ja, ja, oh Mann, ja. SWR 4 Baden-Württemberg mit Vanessa Mai. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Das ist das Finale heute. Ja. Die dritte Sendung, dreimal Radio gemacht, Vanessa, jetzt für immer. Gerne, wenn ich wiederkommen darf. Also erstmal vielen lieben Dank an dich heute. Wirklich. Oh, gerne. Nein, ich finde wirklich, also wir haben das, ich finde wirklich, das war das erste Mal, nicht wirklich abgesprochen. Ich finde, wir haben das, wir können uns auch mal selber loben. Okay. Doch, komm, tu's. Das tut gut. Wir leben noch, um es mit Milka zu sagen. Noch. Wir leben noch. Und liebe Grüße an Jörg vor allem. Weiterhin gute Besserung. Ja, Jörg Assenheimer, der einen kaputten Fuß hat und hoffentlich bald wieder gesund ist und hier wieder seinen angestammten Platz bei SWR 4 Baden-Württemberg im Studio übernehmen kann. Vanessa, lass mich dir noch ein Kompliment ausrichten von Christine aus Kerpen, die schreibt, danke für die positive Energie, die du sendest. Ach, danke schön. Wir lieben dich alle sehr, schreibt Christina. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Und Jörn aus den Niederlanden, aus Winterswijk, hat uns geschrieben, Grüße aus dem fernen Holland, auch da gibt's Fans. Und es ist schön, in den Tag zu starten mit dir, Vanessa, machst das super als Moderatorin. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Auch vielen Dank nochmal an das ganze Team hier. Ich fand es wirklich auch sehr mutig, mich hier in drei Shows reinzuschmeißen und nicht nur zu sagen, wir machen mal einen, guck mal, wie es läuft, sondern gleich, zack, drei, los geht's. Du hast nichts kaputt gemacht. Es ist alles gut. Okay. Es läuft alles noch wunderbar. Es war schön, dich hier zu haben. Dankeschön. Also ich hoffe, es gibt ein Wiederhören mit dir. Bitte, und ein bitte. Wiedersehen dann im Livestream. Vanessa Mai, war mir eine Freude. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank und schönen Tag Ihnen allen. Jetzt haben wir schon fast Tschüss gesagt, aber jetzt haben wir noch einmal noch Vanessa noch mal Verkehr lesen. Vorsicht, auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim im Wirnheimer Kreuz auf der Überleitung zur A600. In Richtung Wernheim liegen mehrere Holzbalken. Jetzt aber, liebe Vanessa, schön, dass du da warst.